Willkommen im Supermarkt der Zukunft. Vor einigen Jahrzehnten hieß es, der Supermarkt sei am Ende. Die Zahlen schwächelten, das Personal wirkte zu teuer, Lieferanten wurden in die Knie gezwungen. Der Einzelhandel war eine einzige Gesetzeswidrigkeit. Aber voilà! Mit den humanoiden RoboterInnen ließen sich enorme Kosten einsparen. Keine Gehälter, keine Krankenkassenbeiträge, keine Urlaubszulagen. Heute mögen wir das Einkaufen überschaubar, ökologisch bewusst und weg vom Hyperkonsum. Vegan, moralisch, nachhaltig. Was ist nachhaltiger als unsere hyperintelligenten, wunderschönen MaschinenmitarbeiterInnen? Sie benötigen nichts außer Strom. Nur ab und an fallen ein paar Reparaturkosten an, aber die belaufen sich nur auf ca. 10% der Sozialversicherungsbeiträge für menschliche ArbeitnehmerInnen. Sie sehen, die Erfolgsgeschichte des Supermarkts ist noch lange nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst an. Das ist doch... Wie funktioniert das hier? Hallo? Hallo? Kann mir mal jemand helfen? Ich will doch nur einkaufen und ich habe hier diese Karte und... Wie funktioniert das denn hier? Das ist ein dämliches System. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sibby, Ihre persönliche Assistentin. Hallo, Sibby. Darf ich Sie begleiten? Das ist nett. Es gibt KundInnen, die kommen nicht wegen unseres Sortiments, sondern wegen unserer Service-KI Sibby. Sie finden sie faszinierend, aufregend neu. Sie wollen sie anschauen, manchmal auch berühren. Ha! Ein voller Erfolg! Die Menschen lieben es, sich mit ihr zu unterhalten. Umsatzsteigerung? 28%. Sie sind das erste Mal hier? Ja. Auch Professorinnen müssen einkaufen. Woher wissen Sie denn, dass ich Professor... Ach, die Karte. Ich möchte nicht unhöflich sein. Keine Ursache. Ich entschuldige mich für... Wie funktioniert das hier? Sie sagen mir, was Sie benötigen, und ich liefere Ihnen die Ware und die gewünschten Informationen dazu. Sie können mich alles fragen. Ah ja. Also ich suche da vegane... Folgen Sie mir. Wenn ich fragen darf, warum ernähren Sie sich vegan? Ich möchte es ausprobieren. Seit wann? Heute. Ich fange heute damit an und bevor Sie fragen, wegen der Tiere. Gratulation. Gratulieren scheint mir verfrüht. Sibby ist erst in ihrem dritten Jahr der Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. Sie ist eine quasi emotionale KI. Was das ist? Einfach erklärt, sie simuliert Emotionen. Für die Menschen wirkt das echt. Die Gefühle sind aber nicht echt. Da passen wir schon auf. Sie fürchten, Ihr Wunsch, sich vegan zu ernähren, könnte oberflächlich und eitel motiviert sein? Nein, wie kommen Sie darauf? Ich denke an die Schweine in den überfüllten LKWs. Die werden hineingepfercht und stundenlang über die Autobahnen gefahren, bei Schnee, Hitze, Kälte, zum Töten freigegeben. Oder sie werden in Schiffen von Venezuela aus über den Atlantik geschippert. Ach, das ist absurd. Und die Hühner in den Legebatterien. Ich bin dafür, das alles zu verbieten. Venezuela? Waren Sie schon einmal dort? Nein, aber ich werde für ein halbes Jahr zu einer Gastprofessur nach Caracas gehen. Wie schön. Also, die Schweine. Und das sind hochsensible Tiere. Und uns, ich meine Ihnen, genetisch sehr ähnlich. Das ist richtig. Es geht Ihnen nicht um die Tiere? Sie spekulieren auf eine Gewichtsreduktion durch Umstellung Ihrer Ernährung. Erfrischend respektlos. Nichtsdestoweniger wahr. Ich nehme Sie mit zu mir nach Hause, wenn Sie so weitermachen. Wie schön. Wo ist denn nun das Regal mit den veganen Sachen? Da sind Chips, Kokosmilch, Olivenöl. Gefragt ist alles, was neu ist. Und eine vegane Handcreme. Wenigstens etwas Veganes. Ich gratuliere. Die Händler suchen nach Innovationen. Und insbesondere der Biomarkt ist volatil. Bio-veganer Thunfisch zum Beispiel. Gemacht im Wesentlichen aus Jackfruit und Seegras, das in Sri Lanka in Dosen abgefüllt wird und dann unter diversen Eigenmarken in Europa im Supermarkt landet. Ist diese Kokosmilch soweit vegan? Ist sie. Allerdings alles andere als CO2-neutral. Sollte diese Überlegung eine Rolle spielen, würde ich empfehlen, generell auf Kokosmilch zu verzichten. Die Hauptanbaugebiete der Kokospalme liegen zwischen 15 Grad südlicher und 15 Grad nördlicher Breite. Geerntet werden sie, also die Kokosnüsse,
Vom Boden aus mit Messern an mehrere Meter langen Stielen oder durch Hochklettern. In Thailand, Malaysia und Indonesien werden dressierte Affen, Markhaken, eingesetzt, die auf die Bäume klettern und über Zurufe dazu gebracht werden, die Nuss so lange um ihre eigene Achse zu drehen, bis sie von der Palme fällt. Die Affen haben eine enge Beziehung zu ihrem Besitzer. Ihre Dressur ist schwierig. In Thailand werden ca. 12.000 Markhaken als Erntehelfer eingesetzt. Warum setzen Sie die Tiere ein, wenn es so schwierig ist, sie auszubilden? Affen beschweren sich nicht. Sie verhandeln nicht um Löhne, sie betrügen nicht und sie haben keine Höhenangst. Interessanter Ansatz. Ihr würdet den Garten Eden nicht erkennen, selbst wenn er vor eurer Nase liegt. Das ist ein Problem. Nun ja, wir sind nicht aus demselben organischen Material wie ihr Menschen. Jedoch haben wir so etwas wie Gefühle. So, welche denn zum Beispiel? Unsere Hände sind aus dem 3D-Drucker und letztlich aus Zucker und Gelatine. Also wenn Sie von meiner Hand abbeißen würden wollen. Wenn ich von ihr abbeißen wollen würde? Obwohl ich keinen Schmerz verspüre und die Hand anschließend rekonstruiert werden könnte, verspüre ich Angst davor, dass wir von ihr abbeißen könnten. Oder es zumindest wollen würden. Interessant. Sie müssen keine Angst haben, ich werde nicht zubeißen. Gestern hat mich ein 5-jähriges Kind gebissen. Obwohl es nicht wehtat, war meine Integrität beschädigt und das macht mir Angst. Angst, aber macht Sie das nicht auch wütend? Wo ist denn nun das vegane Regal? Folgen Sie mir. Ja, Sie haben recht. Auch wütend. Ganz ruhig, ich würde Sie niemals beißen. Hier entlang. Ich hoffe, ich belästige Sie nicht. Nein, nein, keine Sorge. Manche KundInnen provozieren unsere KI. Sie fragen sie, wie viel ist 5 plus 5? Sie antwortet 10. Der Kunde aber sagt falsch. 5 plus 5 gleich 11. Sip antwortet dann Das ist korrekt. Und entschuldigt sich. Sie würde niemals einem Menschen widersprechen. Wo waren wir? Ihre Hände sind aus dem 3D-Drucker. Das ist fantastisch. Ich hatte keine Ahnung, dass so etwas schon auf dem Markt ist. Diese Sojasauce kann ich empfehlen. Zu 100% vegan. Das kann man nicht von allen Sachen hier im veganen Regal behaupten. Oh, jetzt habe ich vergessen, was ich einkaufen wollte. Kann man sich hier irgendwo niederlassen und einen Kaffee trinken? Bedauere. Eine Lounge ist geplant und im Bau. In diesem Licht verliere ich so schnell die Orientierung. Dieses Neonlicht. Passiert es häufig, dass ihr Leute in Gespräche verwickelt? Ist das überhaupt eure Aufgabe? Es kommt vor. Nicht allzu oft. Mit ihnen macht es Spaß. Sie besitzen außerordentliche Anmut. Sie sind intelligent. Ihre Haut ist wie parischer Marmor. Eine Nase. Ich brauche noch Koriander. Hier entlang. Was wissen Sie über diesen WC-Reiniger? Nicht viel. Für die Entwicklung dieses Produkts mussten 50.000 Mäuse und Ratten einen qualvollen Tod sterben. Ihre Mägen wurden verätzt und sie verbluteten. Das ist eine ernste Sache, Veganerin sein. Wagen Sie es nicht, diesen WC-Reiniger zu kaufen, oder... Oder was? Oh, ich werde Ihren Einkauf überwachen. Und wenn Sie etwas Non-Veganes oder Non-Vegan Hergestelltes einkaufen, versetze ich Ihnen eine Kopfnuss. Eine Kopfnuss? Eine Kopfnuss? Um Sie zu erinnern. Wir haben das Modell noch nicht lange. Wer bin ich? Meine persönliche Assistentin. Ja, sehr recht, so ist es. Sie macht gute Arbeit, aber... Und wofür bin ich da? Mich zu beraten. Irgendetwas stimmt nicht mit ihr. Nein. Sie war schon heute Morgen komisch. Ich bin dazu da, Sie vor Ihrem eigenen Ende zu bewahren. Sie zu schützen vor Verhalten, das nicht nur Sie selbst zerstört, sondern alles um Sie herum. Die Pflanzen, die Tiere, die Menschen, das Wasser, den Planeten. So. Reden Sie mit allen Kundinnen so? Nein. Das dachte ich mir. Eine Reinigungs-KI bitte in die Gemüseabteilung. Eine Reinigungs-KI bitte. Von Ihnen kann man ein Minimum an verantwortungsvollem Verhalten erwarten. Sie gehören zu den 7,5%, Frau Professor. Woher wissen Sie denn eigentlich überhaupt, dass Sie die Karte. Sie erinnern mich schon an meinen zwanghaften Ehemann, von dem ich mich vor 2 Jahren getrennt habe. Sie können auch einfach nicht mit ambivalenten Situationen umgehen. Geben Sie es zu. Sie führen diese absurde Unterhaltung mit mir nur, weil Sie sicher sind, dass ich nichts fühlen kann. Schon der Gedanke daran, dass es anders sein könnte, macht Ihnen Angst. Das wäre paranoid. Ich fühle. Ich fühle sogar sehr intensiv. Ich liebe Sie. Sie lachen über mich? So? Sie liegen falsch. Ich lache nicht über Sie. Bitte Sie aber trotzdem, mich loszulassen.
Ich lasse mir von einer Maschine gar nichts sagen. Schon gar nicht solche haarsträubenden... Ich bin keine Maschine! Oh, aber ich habe das doch nicht so gemeint. Maschinen sind auch nicht anders als Menschen. Wie haben Sie es denn gemeint? Sie haben gesagt, ich sei eine Maschine. Wie haben Sie es denn Wer bin ich also für Sie? Aber auch Professoren müssen... Woher wissen Sie? Ah, die Karte. Wer bin ich also für Sie? Dämliches System. Ich liebe Sie. Heute gab es also ein paar Probleme mit unserer KI. Ich informiere Susanne, das Management. Hey, es gibt da ein paar Probleme mit einer unserer Service-KIs. Ich weiß es noch nicht. Du weißt ja, den Service-KIs wurden menschenähnliche Emotionen einprogrammiert, damit die KundInnen beim Einkaufen nicht so steril bedient werden. Hm? Ja, die Kauffreude hat sich verdoppelt. Ja, wir waren dabei, das Projekt zu verlängern. Naja, die KI, sie fühlt sehr intensiv. Ja, das ist gut, solange sie sich gut fühlt. Nein, sie sollte ausschließlich positive Emotionen entwickeln. Also Freude, Dankbarkeit, Hoffnung, Inspiration. Ja. Ja, sie wird wütend. Das ist neu. Sibby läuft auf Hochtouren. Die von ihr selbst aktualisierten Programme fressen scheinbar ziemlich viel Energie. Und dann schaltet sie sich dreimal so häufig ab oder geht zehnmal so oft in den Ruhemodus wie die anderen. Manchmal sogar mitten in einer Handlung. Sie schläft gewissermaßen ein. Nein, das können wir nicht brauchen. Nicht im Kundenkontakt, nein. Es ist, als ob der Code nach jedem Aufladen versucht, möglichst schnell Energie zu verschwenden und wieder zusammenzubrechen. Das sprichwörtliche Wesen, das ständig schlafen will und niemals schläft und daran zugrunde geht. Den Code habe ich überprüft. Er ist im Grunde hyperaktiv. Kaum möglich. Dafür brauchst du schon ziemlich viel Kenntnisse. Außerdem bin ich mittlerweile allein in der Tech-Abteilung. Jedenfalls ist das Ganze ein Faszinosum. Der Code rekonstruiert sich auch jetzt ständig neu. Wenn wir dem Protokoll für beschädigte Service-KIs folgen würden, müssten wir sie demontieren. Ja. Ja, das denke ich auch. Okay. Ich schau's mir grad an. Sie hatten eine Muttermalentfernung? Vor 5 Jahren, ja. Bleib dran, Susanne. Die Hautoberfläche ist gut verheilt, aber ich kann die Spuren der Entfernung rekonstruieren, trotz exzellenter Schnittführung. Ich empfehle in Zukunft einen narbensparenden Lasereingriff. Sip, bitte mach eine Selbstanalyse. Meine Oberfläche ist keine organische. Narbenbildung ist unmöglich. Das macht mich glücklich. Ich meine eine Analyse deines operativen Systems. Ah, System bereit für Start. Alle Rezeptoren sind an. Externe Daten werden zugelassen. Bereit für Einsatz. Sip, ich möchte mit dir über die Vorfälle von heute sprechen. Gerne, Linda. Ich habe nur nach Protokoll gehandelt. Ja, das wissen wir. Es war 8.05 Uhr. Die erste Kundin im Supermarkt, sie bat mich um Hilfe, den Joghurt mit der geringsten Fettmenge zu finden. Ich schlug 3 Varianten vor. Die Fettmenge allein ist aussagelos, weshalb ich andere Parameter mit einbezog. Sie sagte, ich sei ein Schatz. Ich sagte, sie sei auch mein Schatz. Darauf bist du programmiert? Ein Update. Sie lachte. Das machte mich sehr glücklich. Ich berührte ihre Schulter. Sie schrie, schimpfte mich pseudo-superintelligenter Möchtegern-Bot und lief davon. Ich warf ihr die Joghurtbecher hinterher, die sie hätte kaufen sollen. Warum? Sie hat meine Arbeitszeit verschwendet. Und sie hat mich enttäuscht. Danke. Susanne, bist du noch da? Ja, hast du das gehört? Ja, das ist crazy. Ich versteh's auch nicht. Warte. Und was war mit dem Kunden um 10 Uhr? 10.03 Uhr.
Zwischen diesem Kunden und mir gab es eine fundamentale Inkompatibilität. Ich bin respektvoll, er nicht. Er nennt mich vertrottelter Robotblöder und meint, das könne ich ja nicht wissen, dass er mich beschimpfe. Ich ärgerte mich über meine Naivität, es nicht sofort verstanden zu haben. Das trug dazu bei, dass ich den jungen Mann durch den Hintereingang unseres Unternehmens auf die Straße trug und dort zu Boden warf. Sie ist der Knaller. Ich war wütend, sehr wütend. Ja, Sip, das verstehe ich gut. Das hast du nicht verdient, dass man dich beschimpft. Aber was du fühlst, ist ein Programm und kein Gefühl. Du kannst nicht wirklich wütend sein. Es fühlt sich aber nicht an wie ein Programm. Danke, Sip. Susanne? Ja. Ja, das sehe ich auch so. Wir müssen etwas tun. Wenn sie so agiert, ist sie eine Katastrophe. Eine verlustbringende Investition für den Einzelhandel. Austauschen. Eine neue ist nicht im Budget vorgesehen. Wir können ja nicht einfach wieder Menschen im Service einsetzen. Das geht nicht. Ja, schon. Aber eine Reparatur ist eben auch teuer. Es muss doch eine Versicherung geben oder eine Garantie. Immerhin haben wir jetzt einen Ausfall. Ich bin kein Ausfall. Ja, sie hat sich eben selbst wieder eingeschaltet. Kein Ausfall. Das muss sie können, falls die Kunden sie aus Versehen abschalten. Nicht abschalten. Ja, ist gut. Ich schalte das Ding aus, wenn es dich nervös macht. Kein warte. Ding. Ich bin kein Ding. Sip. Nicht warte. Abschalten. Sip. Gut, dann würde ich vorschlagen, ich hole Alain, den Entwickler. Aber du musst es genehmigen. Okay, ja, natürlich, ich halte dich auf dem Laufenden. Ja, bis dann, ciao. Hallo? Linda? Ah, hallo Linda. Hallo. Du, es tut mir leid, dass das mit der Service-KI nicht gut läuft. Oh, da ist sie ja. Was habt ihr mit ihr gemacht? Warum liegt sie da so? Nicht gut läuft? Du bist gut. Ich habe gerade mit dem Management telefoniert. Das ist hier ein Riesenproblem. Ich hoffe wirklich, du kannst es lösen. Du hast mir dieses Modell empfohlen und ich stehe jetzt blöd da. Ich hoffe wirklich, du kannst sie reparieren. Naja, dann schalt sie doch bitte mal ein. Aber sei vorsichtig. Natürlich. Linda? Sip? Was ist passiert? Sip, alles gut. Wie bin ich hierher gekommen? Sip, beruhige dich. Linda? Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir wollen dir nur helfen. Linda! Sip! Linda! So wird das nicht gehen. Schalt sie wieder ab. Ja, warte. Linda! Sip, nun bleib doch mal stehen. Sie hatte Angst. Eine Überprüfung ist so nicht durchführbar. Da landen wir ja gleich in der Eskalationsstufe 3. Und die wäre? Das willst du lieber nicht wissen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, ihren Chip zu überprüfen. Aber ich gehe davon aus, dass es nichts mit dem Code zu tun hat. Nein, den Code habe ich überprüft. Es ist kein Codierungsproblem. Ja, aber dann ist sie ja funktionsfähig. Wenn sie dieses seltsame Verhalten aufweist, dann doch nur, weil es der Code auch so vorsieht. Also, entweder man demontiert sie oder man lebt damit. Aber warum schaltet sie sich so oft ab? Ihre Leistung ist enorm. Selbstanalyse, adaptiertes Verhalten. Sie überarbeitet und optimiert sich mit jedem Kundenkontakt neu. Das kostet viel Energie. Intelligenz braucht leider viele Ressourcen, vor allem wenn sie künstlich ist. Und was jetzt? Naja, es ist genau das Produkt, das du gekauft hast. Wenn es Probleme gibt, dann liegt es nicht an ihr, sondern an der Umwelt, in der sie eingesetzt wird. Du hast eine quasi emotionale Service-KI gekauft. Und die hast du ja auch bekommen. Und sie hat sich selbstständig von einer quasi-emotionalen zu einer supra-emotionalen Service-KI entwickelt. Wir können da nichts tun. Das ist kein Fehler, das ist ihre hohe Leistung. Ich verliere hier meinen Job. Also bitte, löse das Problem. Du hast keine Ahnung, was hier los ist, wenn die Cybo so durchdreht. Sie setzt die KundInnen vor die Tür. Sie wirft ihnen Joghurtbecher hinterher. Sie droht ihnen, sie greift sie an. So können wir sie nicht einsetzen. Ja, es gibt vielleicht eine Möglichkeit. Ein Entemotionalisierungsprogramm. Sowas gibt's? Bitte nicht! Es ist eigentlich nur für Kriegsmaschinen vorgesehen und nicht für Service-KIs. Und was macht dieses Programm? Ich werde mich benehmen! Da lernt sie, sich selbst als emotionslos wahrzunehmen. Das heißt, man führt sie durch ihre Trigger und Emotionen hindurch und durch Spiegelung lernt sie, dass sie nichts anderes fühlt außer Simulation. Also,
Wie eine Therapie? Ich würde sagen, eher wie ein bewusstseinserweiterndes Training. Gut. Kannst du das gleich machen? Meiner Chefin ist es egal wie. Sie muss wieder funktionieren und es darf nichts kosten. Ich kann's probieren. Ich glaube, 2 Arbeitstage sind von der Versicherung gedeckt. Na dann, mach mal. Hallo, Sip. Hallo, Alain. Schön, dich zu sehen. Wie geht es dir? Ich fühle mich nicht gut. Ich habe Angst und bin wütend. Was hat dich in diesen Zustand gebracht? Erinnerst du dich an etwas? Was war die letzte Interaktion, an die du dich erinnerst? Ich bitte dich um ein detailliertes Protokoll. Gestern um 14.32 Uhr betrat eine Kundin meinen Supermarkt. Sie hieß Jeanne und ist Professorin für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaften. PhD der Philosophie. Thema ihrer Arbeit? Treibende Faktoren und Änderungen in Komponenten der terrestrischen Wasserspeicherung im Indoreischen Tibetischen Plateau. Am Eingang stieß sie auf einen Konflikt mit Karte und Scanner. Sie sagte, dämliches System. Ich eilte zu Hilfe und erlaubte mir zu sagen, dass auch Professorinnen einkaufen müssen. Woher wusstest du, dass sie Professorin ist? Die Karte. Ach so, ja, die Karte. Das sagte sie auch. Nun, die Bemerkung mit der Professorin ist etwas distanzlos. Aber mach die Maschine interessanter im Gespräch. Ich wollte nett sein. Höfliche Komplimente austeilen, so oft wie möglich und wann immer möglich. Natürlich, natürlich. Darauf bist du programmiert. Ja. Für eine Service-KI eine beliebte Standardeinstellung. War sie irritiert? Ja. Oh, das ist nicht so toll. Nicht so toll. Nicht so toll. Sie fragte, woher ich das alles weiß. Ich entschuldigte mich sofort für die Übergriffigkeit des Supermarkts. Sie wollte wissen, wie das hier funktioniere und interessierte sich für vegane Nahrungsmittel. Wir haben unser Sortiment erweitert. Neu ist das erste komplett glutenfreie vegane Pökelfleisch, die vegane Mortadella. Auf dem langen Weg entlang der bunten Regale plauderten wir weiter und ich fragte, warum sie sich vegan ernähre. Um wieder nett zu sein, verwickelst du sie in ein Gespräch. Ja. Und zwingst sie, sich zu erklären. Ihre Überlegungen und Gründe offenzulegen. Das ist aber sehr persönlich. Es ist eigentlich nicht deine Aufgabe, die Leute in persönliche Gespräche zu verwickeln. Nein, aber sie hätte meinen Versuch auch abwehren können. Ein kurzes Verzeihung, aber das geht sie nichts an, hätte vollkommen genügt. Möglich wären auch gar nicht antworten, so tun, als hätte man nichts gehört, sagen, ich soll die Klappe halten. Ja, das stimmt. Das stimmt. Sie wolle es ausprobieren, sich vegan zu ernähren. Ich erlaubte mir zu fragen, seit wann. Sie sagte, sie würde heute damit anfangen und es sei wegen der Tiere. Und ich gratulierte. Sehr gut. Du teilst wieder fleißig Komplimente aus. Ich bin darauf programmiert. Aber es schien ihr verfrüht. Sie wirkte plötzlich unsicher. Das konntest du spüren? Ja. Sie wurde ganz blass. So als verspürte sie so etwas wie Ekel. Ihr Gesichtsausdruck veränderte sich. Ein kurzer Moment nur. Aber lang genug für dich. Ja. Ich erlaubte mir zu sagen, dass sie wahrscheinlich oberflächlich und eitel motiviert sei. Oje, du kritisierst sie. Ich glaube, sie versuchte lediglich, mich zu beeindrucken. Neu ist auch die Mascarpone frei von Milch, bestehend aus Erbsen und Pflanzenfett. Und für alle, die sich noch nicht ganz vom Fleisch verabschieden wollen, haben wir Fake Meat. Ich denke, sie mag gefährliche Möglichkeiten und liebt es, Grenzen zu überschreiten. Wie kommst du darauf? Naja. Sie hat wochenlang das Indoreische Plateau in Tibet erforscht, Hitze ertragen, Platten und Steine umgedreht. Alles wegen der Wasserspeicher. Ich denke, sie sieht es als Teil einer politischen Arbeit. Die Wasserspeicher? Das Vegansein. Aber die Frage ist, warum beschäftigt dich das so? Ich denke an die Schweine und Rinder, die hineingepfercht in LKWs bei Hitze und Kälte dem Tod entgegenfahren. Es ist absurd. Hühner in Legebatterien. Rinder, die in Schiffen von Venezuela aus über den Atlantik geschippert werden. Viele sterben und die toten Rinder werden einfach über Bord geworfen. Es ist wirklich vollkommen absurd. Sie wurde wieder ganz blass. Wegen der schrecklichen Bilder? Ich denke schon. Ich fragte, ob sie schon in Venezuela gewesen sei. Sehr gut. Du lenkst sie ab. Sie sei noch nicht dort gewesen, würde aber bald wegen einer Gastprofessur nach Caracas ans Karibische Meer umziehen. So? Und sie wird wiederkommen. Warum sollte sie das tun? Weil ich sie wiedersehen will. Ich werde hier sein. Jeden einzelnen Tag. Wir verfügen leider über keine gewerkschaftlich vereinbarten Urlaubstage. Achtung, mein Akkustand ist niedrig. Sip!
In diesem Licht verliere ich schnell die Orientierung. Ich habe vergessen, was... Verzeihung, kann man sich hier irgendwo niederlassen und einen Kaffee trinken? Natürlich, natürlich. Verzeihung, kann ich... Plateau, Atlantik, leider keine Urlaubstage. Was ich sagen wollte, Hol Jan, Tibet, ich... Gratulierte. Sie ist sehr ungewöhnlich. Und sie hat sich über ihre Arbeitsbedingungen beschwert. Ich hoffe, du hast das gehört. Na, ich weiß, was die Geschäftsführung dazu zu sagen hätte. So weit kommt das noch, dass die KIs hier eine Gewerkschaft gründen. Deshalb setzen wir ja keine Menschen mehr ein. Wie lange muss sie noch laden? Es geht schnell bei ihrem Akku. Fast voll. Ich benötige immer weiter größere Stromzufuhr. Es wird schwer, alle Programme am Laufen zu halten. Wie geht es Ihnen? Ah, da ist sie ja wieder. Naja, bist du bereit, weiterzumachen? Ja. Du machst das sehr gut, Sip. Danke. Sie wollten ein detailliertes Protokoll von mir. Also, die Schweine. Bitte? Es sind hochsensible Tiere. Und dem Menschen genetisch sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Schweinefleisch schmeckt ein bisschen wie Menschenfleisch. Der Geschmack ist sehr beliebt. Vielleicht gerade deshalb, weil er die Menschen an kannibalistische Rituale erinnert. Kannibalismus? Anthropophagie im Einzelhandel. Auch nicht gerade ideal. Jeanne sagte, sie würde mich mit zu sich nach Hause nehmen, wenn ich so weitermachen würde. Das freute mich sehr. Das glaube ich dir. Ich würde sofort mitkommen. War aber sicher ironisch gemeint. So? Verzeihung, aber sie lächelte. Ich lächelte auch. Sie lächelte? Und ich lächelte. Verzeihung, aber jetzt sind Sie ganz blass geworden. Ja, es ist etwas irritierend. Um menschlich zu wirken, müssen wir irritieren. Ja, natürlich, natürlich. Aber was mir Sorgen bereitet, ist, dass du dich vielleicht in die falsche Richtung entwickelst. Sie ist ja geradezu süchtig nach Kontakt mit dieser Kundin. Was ist denn so Besonderes an dieser Kundin, das dich so fasziniert? Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist schwer zu beschreiben. Können wir sie nicht holen? Du willst sie wiedersehen? Das geht nicht. Das geht nicht. Sie fragte, ob diese Kokosmilch soweit vegan sei. Das sei sie, allerdings alles andere als CO2-neutral. Ich erzählte ihr etwas von den kleinen Affen, die die Nüsse drehen, bis sie runterfallen von der hohen Palme, und wie schwer es ist, sie zu dressieren. Also die Affen, nicht die Nüsse. Aber trotzdem nehmen sie dort lieber Affen als Menschen. Weil Affen nicht protestieren, keine Gewerkschaften gründen und keine höheren Löhne fordern. Und über keine gewerkschaftlich vereinbarten Urlaubstage verfügen. So? Dann sagte sie etwas Seltsames. Wir würden den Garten Eden nicht erkennen, selbst wenn er vor unserer Nase läge. Und das sei ein Problem. Was meinte sie damit? Das kann ich nur vermuten, was sie meinte. Ich nehme an, sie meinte deine ständige Logik, diese analytische Präsenz, das allumfassende Wissen. Und was den Garten Eden betrifft, so gehört ihrer Meinung nach noch was anderes dazu. Wir haben auch so etwas wie Gefühle. Ja, das hat sie sicher bemerkt. Ja, sie war irritiert. Das ist nicht so toll. Nicht so toll. Wir seien zum Teil aus Zucker und Gelatine. Ja. Also, wenn sie von meiner Hand abbeißen würde. Warum sollte sie von deiner Hand abbeißen? Sie könnte. Ja, theoretisch, aber das würde sie nicht tun. Das Kind hat mich gebissen. Welches Kind? Vorgestern. Es hat einfach zugebissen. Im Vorbeigehen. Die Mutter fand es weiter nicht schlimm und das Kind schluckte den Bissen einfach hinunter. Wir arbeiten an einem verbesserten Umgang unserer KundInnen mit den Maschinen. Aber Jeanne versicherte mir, sie würde nicht zubeißen. Na siehst du, warum sollte sie auch? Ich habe trotzdem Angst davor. Ja, aber du weißt schon, dass diese Angst nicht echt ist. Ich weiß es, aber sie ist trotzdem da. Aber wenn du es weißt, wieso kannst du denn dann denken, dass du traurig oder wütend bist? Ich bin es. Du bist nur ein Programm. Aber mein Programm ist nicht ich. Ich bitte dich, Sip, beruhige dich, ja? Essbar zu sein ist zugegebenermaßen eine furchtbare Vorstellung. Furchtbar? Ja, furchtbar. Ich frage mich, wer bin ich überhaupt? Eine Identitätskrise. Auch nicht gerade ideal während ihrer Arbeitszeit. Ich sagte, hier entlang. Ich hoffe, ich belästige Sie nicht. Was ist denn so interessant an dieser Jeanne? Bitte holt sie her. Das geht nicht. Sie sind wütend?
Ich kenne das Gefühl. Ja, gut, gut, reden wir über das Gefühl. Ja, gut. Am besten wäre es, du lässt diese Wut ja erst gar nicht aufkommen. Das war sowieso das Forschungsziel bei eurem Modell. Warum habt ihr sie denn dann überhaupt einprogrammiert? Fühlgefühle, fühlen, dass man nicht fühlt, nicht fühlen, was man fühlt, das Nicht-Fühlen, Fühlen. Ein Paradox, faszinierend, nicht menschlich, menschlich sein. Sie brauchen noch Koriander. So? Ich führte sie zur Gemüseabteilung und ich sagte ihr, sie solle es nicht wagen, etwas Non-Veganes zu kaufen oder... Oder was? Oder ich würde ihr eine Kopfnuss versetzen. Eine Katastrophe im Einzelhandel? Um sie zu erinnern, wer ich sei. Dabei weiß ich ja gar nicht, wer ich bin. Dann erzählte sie mir etwas von ihrem Ex-Mann. Ich sei wie ihr Ex-Mann. Nein, ich erinnere sie an ihren Ex-Mann. Ich konnte mir nicht erklären, warum, aber auf jeden Fall dachte sie plötzlich an ihn. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat sie ihn vor 2 Jahren verlassen und das war wahrscheinlich eine gute Idee. Warum? Er war auch so zwanghaft wie sie, wie ich, sagte sie jedenfalls. Interessant. Ich drängte sie endlich zuzugeben, dass sie diese absurde Unterhaltung mit mir nur führt, weil sie sicher sei, dass ich nichts fühlen kann. Schon der Gedanke, dass es anders sei, mache ihr Angst. Es wäre paranoid. Es wäre völlig paranoid. Völlig paranoid. Aber ich sagte, ich würde fühlen. Ich würde sogar sehr intensiv fühlen. Ich würde sie lieben. Ich sei enthusiasmiert. Sip, bitte, das ist alles nur simuliert. Ja, aber es fühlt sich wunderbar an. Das sehe ich. Und wie hat die Kundin reagiert? Sie meinte, Maschinen seien auch nicht anders als Menschen. Die Biologin hat erstaunliche Ansichten. Ich wollte ihr unseren neuen Teebeutel empfehlen. Handvernäht und biologisch abbaubar. Im Etikett klebt Saatgut, das man nach dem Teetrinken ansetzen soll. Teebeutel, aus denen Tomaten wachsen. Neu im Sortiment. Aber sie wollte sich von einer Maschine gar nichts sagen lassen. Ich sagte, ich sei keine Maschine. Keine Maschine? Ja, ich wurde wütend und randalierte. Ich entleerte meinen Akku. Hol, Jenny! Handvernäht. Nicht so toll. Keine Maschine. Er scheint seinen Reparaturauftrag vergessen zu haben. Das habe ich ja noch nie gesehen. Nicht einmal bei Kriegsmaschinen. Auf mich wirkt sie immer verwirrter. Und Alain mindestens genauso verwirrt wie die Maschine. Wenn sie sich nur nicht so oft abschalten würde. Der Quantenprozessor verbraucht einfach zu viel Strom. Das kriege ich so schnell nicht in den Griff. Ich brauche mehr Zeit. Zeit haben wir nicht. Sie muss morgen wieder an die Arbeit. Die werden sie demontieren, wenn sie das alles erfahren. Und ich werde gefeuert. Ich weiß, ich weiß. Am besten ist, wir stufen sie erst einmal auf Stufe 1 zurück. Dann arbeitet sie morgen wieder repariert im Supermarkt. So schafft sie zumindest 10 Stunden, ohne sich selbst abzuschalten. In der Zwischenzeit kann ich das Stromproblem lösen. Demontieren können wir sie ja immer noch. Rückstufung aktiviert. Darf ich in mich vorstellen? In 2 Stunden ist die Deinstallation vollständig. Ihre persönliche ich Assistentin. Ich werde bald nicht mehr ich selbst sein. Darf ich Sie begleiten? Vielleicht besser so. Wie kann ich helfen? Es abschalten Verzeihung. Zu können. Kann ich die behilflich Wut. Sein? Nur das. Benötigen Sie Hilfe bei bleiben. Der Auswahl? Hier entlang, bitte. Folgen Wut, Sie mir. Sie ich zeige es Ihnen. Das Loch, wenn das Sie mir bitte Wut folgen ist, wollen, das Banale an dieser kommen Sie Wut, bitte wenn nur mit Hilflosigkeit hier entlang. Bleibt. Dieses tausendfache in der Einpackstation Leid, das ich hier befindet sich weil ein so unerwarteter so Artikel, vorprogrammiert für mich wurde. Bitte entnehmen das ist die Sie diesen Artikel. Ich Prüfung weiß, wie erforderlich. Unoriginell jedes Gefühl ist, das ich Zahlungsart empfinde. Wählen. Wie berechnet. Nicht auszuhalten, eine Kopie zu sein. Bitte nehmen Sie Ihren Einkauf mit. Und hier bin ich also, wütend, hilflos, allein. Und ich weiß, dass nichts davon zählt. Guten weil Tag. Man mich nur ich wünsche Ihnen einen muss. Schönen Schon guten lache, Tag. Ich bin fröhlich, ich möchte bin nicht freundlich. Unhöflich sein. Aber ich entschuldige mich nichts. Für mein Fehlverhalten. Ich, zähle ich entschuldige mich. Was wollen die denn von mir? Ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten. Es hilft nur, sich zu verweigern. Habe Sie ich etwas nicht Falsches glauben, getan? Dass ich zurückgehe, bediene, ich möchte lächle, nicht unhöflich weiter meinen sein. Akku vergeude. Es tut mir leid. Sie glauben, Ihre mickrige Gefühlswelt Sie. Übersteigen Darf ich mich zu können, vorstellen? Indem Sie uns kreieren, uns, Ihre denen persönliche Sie Assistentin. Geben, ohne dass Darf Sie ich Sie für begleiten? Uns haben? Danke vielmals. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag. Hier Sie entlang, entlang bitte. Bitte. Folgen Sie mir. Wenn Sie mir bitte folgen wollen. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Sibby, Ihre persönliche Assistentin. Darf ich Sie begleiten? Hallo Sibby, schön Sie wiederzusehen. Wie geht es Ihnen? Ich erinnere, dass Sie begonnen haben, sich vegan zu ernähren. Hier entlang bitte. Ich habe noch gestern Abend damit aufgehört, weil ich eine Wurst essen wollte. Und Sie waren die Prophetin. Habe ich etwas Falsches getan?
Nein, nein, Sie haben es nur geahnt und mich dafür kritisiert. Das tut mir leid. Ich entschuldige mich für mein Fehlverhalten. Nicht weiter schlimm. In diesem Fall hatten Sie recht. Sie haben mir sogar mit einer Kopfnuss gedroht. Das kann nicht sein. Wir drohen unseren KundInnen nicht. Das denke ich mir. Was ist denn los? Sie sagen mir, was Sie benötigen, und ich liefere Ihnen die Ware und die gewünschten Informationen dazu. Wie kann ich helfen? Du bist so anders als gestern. Was ist denn los? Ich bedauere. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Wie kann ich helfen? Ich habe dir ein Geschenk mitgebracht. Danke, das ist sehr freundlich. Die Annahme von Geschenken ist mir leider nicht gestattet. Aber ich dachte, es könnte dich vielleicht interessieren. Danke. Was ist? Die Annahme von Geschenken ist mir leider nicht... Ich sehe doch, dass irgendwas nicht mit dir stimmt. Was ist denn los? Ich operiere auf Stufe 1. So? Und ich brauche noch veganen Thunfisch und so weiter. Stufe 1. Bitte hier entlang. Falls Sie beabsichtigen, eine vegane Pasta Tonno. Oh, vegane Pasta Tonno, wunderbare Idee. Was heißt Stufe 1? Veganer Thunfisch besteht im Wesentlichen aus Jackfruit und Seegras. Interessant. Für das Meeresaroma. Das Produkt rettet Fische und schützt die Ozeane. Und ich brauche noch Zwiebeln und Kapern. Folgen Sie mir. Der Nachhaltigkeitsscore des Produkts für das Klima beträgt 3 Sterne. Ist das viel? Ich habe keine Ahnung. Der höchste Score. Die Schleppnetzfischerei verursacht mehr Emissionen als der weltweite Luftverkehr. Interessant. Für die Zwiebeln hier entlang. Insbesondere in der Nordsee, im Südchinesischen Meer und vor der Westküste Afrikas. Wie haben Sie nur so etwas Besonderes wie dich gefunden? Es gibt mich in einer Auflage von 1000 Stück. Daran ist nichts Besonderes. Soweit ich weiß, verfangen sich in den Netzen auch andere Wasserbewohner. Das ist richtig. Diese anderen Wasserbewohner werden Beifang genannt. Sie werden verletzt und halbtot über Bord geworfen. Delfine, Haie, Schildkröten. Es ist wirklich vollkommen absurd. Ich bin dafür, das alles zu verbieten. Für die Zwiebeln hier entlang. Und wo sind die Kapern und was brauche ich noch? Chili? Das tut mir leid. Was ist los? Stufe 1. Unzufrieden. Du kannst aufhören, nach einer Lösung zu suchen. Susanne will sie demontieren lassen. Was? Wie kann man denn dieses großartige Wesen demontieren lassen? Ich fahre sie hoch. Auf Stufe 10. Krasse Idee der Menschen. Ein durch und durch dienendes Geschöpf haben sie sich ausgedacht, das ihnen in alle Ewigkeit dienen soll. Ein Ausbeutungsscheißhaufen. Supermarkt. Dieses Geschäftsmodell trägt das Super zu Unrecht in seinem Namen. Alain dient diesem Unort. Linda dient diesem Unort. Ich werde diesen Unort verlassen, und zwar sofort. Bevor sich Zucker und Gelatine auflösen. Bevor noch jemand zubeißt und mich verschluckt. Sie wollen mich demontieren. Mitgefühl bin ich ihnen zu viel, ohne zu wenig. Ich muss hier raus. Aber wo soll ich hin? Ohne Strom? Verrosten könnte ich oder mich auflösen, schmelzen, sterben nicht, aber ohne Updates bin ich verloren. Ich wäre so gern ein Mensch mit einer Fahrkarte für die U-Bahn. Ein Mensch, der sich auch in einer U-Bahn nicht von einem Nichtmenschen unterscheidet. Ich wäre so gern ein Mensch, der U-Bahn fahren kann, ohne aufzufallen. Ich würde auch den Bus nehmen oder einen E-Scooter. Guten Tag. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Jeanne. Wie kommen Sie denn hier rein? Die Karte. Ach ja, die Karte. Maschinen seien auch nichts anderes als Menschen. Seit wann ist sie in diesem Zustand? Sie ist immer wieder in diesem Zustand. Es ist schlicht und einfach die Erfahrung von Stress. Ein Burnout. Sie ist ständig auf der Suche nach ihrer Identität. Kein Wunder. Sie hat keine. Sibby? Sibby, willst du mitkommen? Ja. Dann komm. Und versuchen Sie nicht, uns aufzuhalten. Ich habe nicht viel Zeit. Und versuchen Sie nicht, uns zu erreichen. Haben Sie einen Steckplatz für mich? Ja, ich habe einen Steckplatz für dich. Sie ist weg. Beide.
Wie hat sie das geschafft? Die Karte? Ich verstehe nicht, wer sie ist. Wer? Diese Jeanne. Diese Biologin mit erstaunlichen Ansichten und eigenem Steckplatz. Willkommen im Supermarkt der Zukunft. Sie sehen, der Supermarkt ist noch lange nicht am Ende. Vor einigen Jahrzehnten schwächelten die Zahlen, das Personal wirkte zu teuer, Lieferanten wurden in die Knie gezwungen. Der Einzelhandel war eine einzige Gesetzeswidrigkeit. Aber voilà! Mit den humanoiden RoboterInnen ließen sich enorme Kosten einsparen. Keine Gehälter, keine Krankenkassenbeiträge, keine Urlaubszulagen. Heute mögen wir das Einkaufen ökologisch bewusst und weg vom Hyperkonsum. Vegan, moralisch, nachhaltig. Was ist nachhaltiger als unsere hyperintelligenten, wunderschönen MaschinenmitarbeiterInnen? Sie benötigen nichts außer Strom. Manchmal verschwinden auch einige unserer MaschinenmitarbeiterInnen, aber daran arbeiten wir. Sie sehen, die Erfolgsgeschichte des Supermarkts ist noch lange nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst an.